Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu Tag 18 von Advent of Co 2019. Ja, ich habe Weihnachten einigermaßen gut überstanden und habe mich dann schon vor Tagen an dieses Rätsel gewagt. Und das sind so Rätsel, jetzt wird es richtig hart, um es mal auf den Punkt zu bringen. Das sind Rätsel, wo ich jetzt zumindest mich nicht mehr ransetzen kann und live innerhalb von 10 Minuten oder einer Stunde oder so das lösen kann, sondern das Ding hat mir hier graue Haare bereitet. Aber das macht ja das Besondere an diesen Aufgaben aus. Irgendwann kommt man dann an die Aufgaben, wo man mehrere Tage eigentlich drüber nachdenken kann, was hier eigentlich die Lösung ist. Und das ist eins von den Problemen, wo ich mehrere Tage am Überlegen war und mich da richtig tief reingraben musste. Ja, aber erstmal, worum geht's? Eigentlich, die Aufgabenstellung ist relativ simpel. Wir haben ein Labyrinth. Labyrinthe können wir, wissen wir, die können wir durchsuchen. Und dieses Labyrinth, da sind wir mit unserem, ja, Roboter oder jedenfalls, das ist unsere Position auf der Karte, dieses komische Ad-Zeichen. Und unsere Aufgabe besteht darin, Schlüssel einzusammeln. Und zwar alle Schlüssel, die auf der Karte sind. Schlüssel sind immer kleine Buchstaben. Also das kleine A, das kleine B wären zwei Schlüssel und ich muss die zwei Schlüssel einsammeln. Und dabei soll ich den möglichst kürzesten Weg wählen, um alle Schlüssel einzusammeln. Und die Besonderheit besteht noch darin, dass es auch Türen gibt, die anfangs verschlossen sind in diesem Labyrinth. Und Türen werden immer durch große Buchstaben dargestellt. Das wäre hier das große A. Und man kann natürlich die Tür nur dann öffnen, wenn man den dazugehörigen Schlüssel hat. Also hier das schöne Beispiel. Wenn ich hier an dieser Position bin, dann nützt es mir gar nicht, nach links zu gehen, weil ich dann vor der verschlossenen Tür stehe. Und um die Tür mit dem Buchstaben A zu öffnen, brauche ich den Schlüssel mit dem Buchstaben A. Also wäre der Weg erst einmal zwei nach rechts gehen, den Schlüssel A einsammeln und dann eben 1, 2, 3, 4 nach links gehen, die Tür aufmachen, 5, 6 nach links, also dann noch zwei weiter nach links gehen. Und dann den B-Schlüssel einsammeln und damit habe ich alle Schlüssel, die im Labyrinth versteckt sind, eingesammelt. Und man sieht hier auch, dass es zum Teil zu bestimmten Schlüsseln gar keine Tür gibt. Das macht aber nichts, weil ja die Aufgabe darin besteht, alle Schlüssel einzusammeln, nicht zu jedem Schlüssel die existente Tür zu finden. Und hier wird das Ganze nochmal beschrieben. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei nach rechts und dann sechs nach links. Und das müssten dann acht Steps sein. Und das ist dann eben hier auch die Lösung. So, das ist ja noch einfach. Und jetzt kommen hier kompliziertere Aufgaben. Wir fangen hier an. Und dann sammeln wir erstmal den Schlüssel A ein. Dann kommen wir nach rechts nicht mehr weiter, weil dann B verschlossen ist. Also rennen wir erstmal nach links. Öffnen die Tür A, sammeln den B-Schlüssel ein und so weiter und so fort. Und hier sieht man schon, dass wir hier auf ein Problem stoßen. Nämlich genau dann, wenn wir hier auf dem Schlüssel C sind. Das ist hier mal dargestellt. Und übrigens das Einsammeln bis Schlüssel C gibt es gar keine andere Option. Es gibt gar keine Varianten, sondern man muss immer hin und her rennen, um überhaupt an C ranzukommen. Das sieht man hier ganz gut. Also hier hat man eben die Position erreicht. Nach links gehen macht keinen Sinn, weil die Tür C noch verschlossen ist. Wir haben den Schlüssel C ja noch nicht. Also rennen wir zu C. Wir sind jetzt hier an dieser Position. Und üblicherweise ist ja die Strategie, wenn man auf einer bestimmten Position ist, dann rennt man immer zu dem Schlüssel, der am nächsten dran ist. Das wäre in diesem Fall der Schlüssel E. Tatsächlich ist es aber pfiffiger, in diesem Fall den langen Weg zu Schlüssel D zu rennen. Denn man muss dann den ganzen Weg wieder zurück, rennen, um dann eben noch, nachdem man D gesammelt hat, Schlüssel E zu sammeln und dann E aufzuschließen und D haben wir ja auch schon, D aufzuschließen und dann zu F zu gehen. Warum ist das günstiger, den langen Weg hier runter zu machen? Wenn ich erst den kurzen Weg zu E renne, dann komme ich hier links nicht mehr weiter. Dann renne ich, nachdem ich diesen Weg schon gerannt bin, ups, diesen Weg schon gerannt bin, dann renne ich den nochmal wieder zurück. Also ich renne quasi von da nach da. Und dann renne ich von da bis hier unten runter. Und dann renne ich von hier unten runter den ganzen Weg wieder zurück, bis ich hier bin. Und dieses Hin und Her, quasi die Strecke E, renne ich ja dann zweimal, anstatt einmal zu D und dann wieder zu E zurückzukehren. Das ist eine Entscheidung, die hängt davon ab,
Da kann man noch nicht mal sagen, ich nehme immer den am weitesten entfernten Schlüssel. Das ist die Strategie. Das hängt davon ab, wie die Konstellation hier aussieht. Ob eben hier E zum Beispiel direkt mit E, D zusammenhängt und wenn ich D habe, dass ich dann hier gleich durchgehen kann. Oder wenn hier zum Beispiel noch ein G drin wäre, ein kleiner G-Schlüssel, und der G-Schlüssel wäre hinter der D-Geschichte, dann müsste ich dann ja doch wieder irgendwie zurückrennen, je nachdem, ob hier wieder Türen sind. Also lange Rede, kurzer Sinn, es gibt keine so ganz einfache Strategie, den nächsten Schlüssel ausfindig zu machen. Was ist der schlauste nächste Schlüssel? Sondern man muss irgendwie scheinbar alle Varianten durchprobieren und dann in der Gesamtlänge des Weges einfach den kürzesten Gesamtweg nehmen. Das ist hier noch einfach bei diesem Muster, weil die Anzahl der möglichen Varianten, die man da durchprobiert, ist übersichtlich. Hier wird es dann schon ein bisschen schwieriger, wobei hier ist es eigentlich auch noch relativ übersichtlich. Dieser Geschichte hier, das waren 86 Schritte, hier sind es dann 132 Schritte und hier zum Beispiel wird es richtig fies, weil wir am Anfang, das ist unsere Ausgangsposition, sehr viele unterschiedliche Startmöglichkeiten haben. Also was relativ klar ist, ist, dass man am Anfang, wenn man eben auf der Startposition steht, natürlich als Auswahlmöglichkeiten nur die Schlüssel hat, die noch keine Tür dazwischen haben. Also auf gut Deutsch, wenn ich hier bin, kann ich nur zu A oder zu B. Mehr Möglichkeiten habe ich in der Startposition nicht. Und von diesen zwei Ausgangsmöglichkeiten splittet sich dann der Baum der Möglichkeiten auf. Fies ist es dann aber, wenn wir nicht zwei Ausgangsmöglichkeiten haben, weil der Baum wird dann sehr, sehr breit natürlich und sehr, sehr tief und die Varianten nehmen immer mehr zu. Fies ist es dann, wenn wir schon gleich am Anfang nicht zwei Äste haben, sondern wir haben gleich am Anfang acht Äste und das ist hier der Fall. Also hier kann ich von hier aus gehen zu B, zu F, zu E, zu C, zu A, zu G, zu D, zu H. Alle die sind möglich, weil auf dem Weg dorthin keine einzige Tür notwendig ist. Und das Gemeine ist, ich kann auch nicht einfach sagen, na gut, dann renne ich halt zu C und dann zu E und so weiter. Gras die einfach erstmal alle ab, nämlich alle Schlüssel, die keine Tür benötigen, weil es eben durchaus sein kann. Mal gucken, ob wir hier so ein schönes Beispiel haben. Ja, zum Beispiel hier. Wenn ich bei B bin und dann zum Beispiel zu G gehe, dann könnte ich auch gleich N mitnehmen, weil ich B schon habe. Das heißt eben, jeder eingesammelte Schlüssel verändert eigentlich wieder das gesamte Labyrinth, weil sich dann eben Türen öffnen und Wege, die vorher nicht da waren, auf einmal frei sind. Und ich habe Tage zugebracht, kann ich euch sagen, um darüber nachzudenken, was ist die optimale Strategie. Und meine Antwort heißt, es gibt gar keine optimale Strategie. Es ist brutales Durchprobieren. Ich habe nichts gefunden, was in irgendeiner Weise pfiffig wäre in den Labyrinthen. Und es gab immer Gegenbeispiele, dass genau diese Strategie in dem nächsten Labyrinth wieder nicht funktioniert. Hier zum Beispiel auch eine schöne Geschichte. Hier startet man hier. Und jetzt könnte man annehmen, da macht es ja erstmal Sinn, D, E, F zu nehmen und dann zu A und C zu gehen und dann wieder zurückzukommen. Nein, der günstigste Weg ist tatsächlich erst zu A und C zu rennen und dann wieder zurück und dann F zu nehmen und dann das I einzusammeln. Und hier sieht man übrigens die optimale Lösung mit 81 Schritten und so weiter und so fort. Und unser Puzzle-Input, nur damit man mal sieht, wie komplex das ist, sieht dann so aus. Das ist unser Puzzle-Input. Und das Ding hat 26 Türen. Und jetzt kann man mal darüber nachdenken, okay, 26 Türen, das sind Buchstaben A, B, C bis Z als Buchstaben. Und jetzt probiere ich einfach jede mögliche Kombination aus. Wenn man jede mögliche Kombination ausprobiert, dann sagt man, das ist eine Zahl, die kann man ja bei Google auch als Rechner mal missbrauchen. Das ist eine Zahl, ich habe am Anfang 26 verschiedene Möglichkeiten mal 25, dann, wenn ich das Z gefunden habe, habe ich nur noch 25 verschiedene Möglichkeiten mal 24 und so weiter. Und das ist 26 Fakultät. Und was ist 26 Fakultät? Das ist eine 4 mit 26 Nullen. Weiß ich jetzt nicht, was 26 als ausgesprochene Zahl ist. Ich weiß nur,
Das ist verdammt viel. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich würde nur mal als Beispiel, ich hätte jetzt eine Wahnsinnsprogrammiersprache, irgendwie Assembler oder so, und ich würde 10 Millionen Versuche pro Sekunde schaffen. Schaffe ich übrigens nicht, aber sagen wir mal, ich würde das schaffen. 10, 10.000, 100.000, 1 Million, 10 Millionen. Was kommt dann raus? Dann hätte ich 4 mal sowieso Sekunden. Dann sage ich, ja, okay, was ist denn das in Minuten geteilt durch 60? Das ist dann in Stunden geteilt durch 24. Das ist das in Tagen geteilt durch 365. Das ist das in Jahren. Ich habe hier also 7,67 hoch 13 Jahre. Also mein Rechner würde bis zum Ende des Universums rechnen. Das ist das Problem, was ich hier habe. Gott sei Dank sind es nicht genau diese Anzahl von Varianten, weil ich am Anfang nicht 26 Möglichkeiten habe, sondern nur die Schlüssel aufsammeln kann, die noch keine Tür dazwischen haben. Das reduziert die Anzahl der Varianten, aber die Anzahl der Varianten ist unglaublich groß, selbst wenn man das dann noch ein bisschen reduziert. So, und das hat mich Tage gekostet, bis ich da eine Lösung gefunden habe. Und jetzt gehen wir aber erstmal durch. Und das Lustige war, ich habe den Lösungsweg. Der Lösungsweg war dann relativ schnell gefunden. Also das ging dann tatsächlich so in dieser Stundenfrist, hatte ich eigentlich die Lösung gefunden, aber er rechnete und rechnete und rechnete und er kriegte die Lösung nicht raus. Und bis ich dann den Kniff gefunden habe, wie kriegt man aus 10 Millionen Jahren Rechenzeit 9 Sekunden hin, das war das Problem, was ich lösen musste. Aber wir fangen jetzt erstmal an. Wir haben hier Tag 18 als das ist unser Puzzle-Input. Und wir holen uns mal jetzt nicht dieses Megateil, sondern wir fangen mal ganz locker an und sagen, das hier ist unser Puzzle-Input und unser Programm soll dann 8 Steps rausschmeißen. Das wäre ja schon mal was. Und übrigens, das konnte ich auch schon nach einer Stunde lösen. Das war von der Anzahl der Varianten sehr, sehr übersichtlich. Da hatte auch mein Programm keine Probleme. Aber schon hier bei Beispiel, was ist es? Bei diesem Beispiel hier, auch noch sehr übersichtlich, rechnet der sich schon tot. Weil eben diese Anzahl von 8 und dann mal, keine Ahnung, irgendwelche weiteren Möglichkeiten, die dann entstehen. Das ist schon allein schon so eine Geschichte. Hier geht es los mit 8 mal 7 mal 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Also schon 8 Fakultät. Und jedes Mal, wenn ich irgendeine von den Dingern habe, dann verändert sich schon wieder der Weg, weil jetzt irgendeine Tür aufgeht und ich muss dann weitere Buchstaben mit kalkulieren. Das macht einen wahnsinnig. Und da hat sich mein Programm schon aufgehängt. Da hat es zwar die Lösung lustigerweise nach 3 oder 4 Sekunden gefunden, aber das war nur eine der möglichen bisher besten gefundenen Lösungen und er war noch lange nicht mit allen Varianten durch und ich habe den einfach mal laufen lassen und gesagt, ja, melde dich, wenn du komplett durch bist. Nach x Stunden war der noch nicht durch. Also das war nur Zufall, dass ich zufällig, warum auch immer, am Anfang zufällig die richtigen Buchstaben gewählt habe und deswegen nach 4 Sekunden eine Lösung gefunden habe. Aber es hätte auch sein können, dass eben die Lösung erst nach 8 Stunden oder sowas auf den Tisch gekommen wäre, weil er noch längst nicht alle Varianten durchgerechnet hat. So, jetzt aber genug der Vorrede, wie schwer das Ding war. Es war schwer. Und jetzt mal, wie lösen wir es denn? Ich hatte auch überlegt, ob ich ein Video mache, die Top 10 Ideen, die dieses Problem nicht lösen. Könnte ich euch alle jetzt nochmal durchklimpern, was ich da für Wege gewählt habe mit ich rechne gar nicht bis zum Ende durch, ich rechne du bist zu einer bestimmten Suchtiefe, wie beim Schachprogramm, 10 Züge im Voraus und dann gucke ich mir an, was ist der erste Schritt und den schnappe ich mir und dann rechne ich wieder von dort aus gesehen 10 Züge im Voraus und ihr werdet lachen, 10 Züge im Voraus reicht nicht aus, um die Lösung zu finden, sondern man muss dann noch tiefer gehen und dann kommt schon wieder dieses Thema zum Tragen, dass die Anzahl der Varianten zu groß ist. Oder aber ich habe gesagt, ja, ich priorisiere einfach die Keys und zwar danach, wie viele andere Keys in der Umgebung sind. Oder ich sortiere die Keys danach, wie viele Türen werden benötigt, um diesen Schlüssel
zu finden. Und je weniger es sind, desto eher sollte ich erst einmal diese Schlüssel einsammeln, bevor ich an die anderen rangehe und so weiter und so fort. Und es ist alles gescheitert. Alles hat nicht funktioniert. Ich musste in diesen verdammten Brute Force-Zweig reingehen. Es gab keine intelligentere Möglichkeit, als einfach brutal auszuprobieren und das extrem effizient zu machen, damit man dann nicht auf die Zeitbretter geht. Wenn irgendjemand von euch eine schlaue Idee hat, wie man ohne Brute Force daran geht, sondern einfach sagt, ja, das ist doch simpel. Guckt man einmal rauf und dann sagt man, folgende Strategie. Geh immer zu dem Schlüssel, der folgende Regel hat, zuerst. Und wenn das funktioniert mit allen Rätselaufgaben und Beispielaufgaben, dann seid ihr der Held. Ich bin auf die Kommentare gespannt, wer da eine Lösung gefunden hat. Das würde mich wirklich interessieren. Ja, jetzt fangen wir mal an. Wir lesen uns erst einmal unseren Tag 18 ein. Also wir fangen mal wieder an mit if open Tag 18 TXT SF. Und dann geht's los und wir gehen die einzelnen durch. For Y, Komma, Zeile in Enumerate F. Damit gehen wir jetzt jede Zeile durch, die in der Textdatei ist und das Y enthält dann eben einfach einen Zähler, ne? Erste Zeile 0, zweite Zeile 1 und so weiter und so fort. Und damit kriegen wir automatisch die Y und die X, also die XY-Koordinaten raus, auf welchem Punkt in der Textdatei stehen wir gerade. Damit können wir uns wieder eine Karte bauen. Und dann for X und dann bekommen wir so einen Buchstaben dort in der Zeile. Und jetzt gehen wir die Zeile durch und bei der Zeile schmeißen wir das Zeilenendzeichen raus. Dieses Zeilenschaltung, was immer am Ende ist. Das würde nämlich ansonsten dann auch hier irgendwie mit drin auftauchen. So, dann haben wir schon die X- und Y-Position und dann sagen wir, wenn das Zeichen dieses komische Add ist, dann sagen wir, das ist unsere Startposition. Oder ja, doch. Ja, Startposition ist sprechender. Ist gleich x, y. Ups. Und damit würden wir quasi diese Position hier irgendwie identifizieren. Jetzt müssten wir diese komischen Doppelkreuze identifizieren. Das sind unsere Mauern. Also sagen wir else if char gleich. Dieses komische Doppelkreuz. Dann sagen wir merken uns in einem Set einfach diese Position. Und da kommen jetzt alle XY-Positionen rein von Mauern. Und zwar als Tupel, das ist wichtig. Und dann sagen wir, falls der Buchstabe ein Kleinbuchstabe ist, dafür gibt es eine Funktion, isLower, ist es also ein Kleinbuchstabe, dann wissen wir, oh, das muss ein Schlüssel sein. Also sagen wir, wir haben auch eine Liste aller Schlüssel, aller Keys. Und da kommt die XY-Position rein. Und dann gibt es schließlich, ups, dann gibt es schließlich noch die Geschichte, dass es ein Großbuchstabe ist. Ist upper, dann muss es eine Tür sein. Und wenn alles gut geht, dann haben wir ganz zum Schluss eine Liste aller Koordinaten, die eine Mauer sind, alle Koordinaten, die ein Key sind und alle Koordinaten, die eine Tür sind. Bei den Koordinaten, die ein Schlüssel sind oder eine Tür sind, ist aber wichtig, dass wir auch wissen, welcher Key es denn ist. Also sagen wir hier am Anfang definieren wir uns mal so ein paar globale Varianten und Variablen und sagen, es gibt also einmal Walls, das ist ein Set. Das ist mir egal, also die Walls sind ja immer dieses Doppelkreuz, aber eben bei den
Keys, und bei den Doors ist auch noch wichtig, ja, welcher Key ist es denn? Ist es der Key A, B, C und so weiter? Und bei den Doors genau dasselbe. Also muss ich bei den Keys sagen, nee, das ist ein Dictionary, weil ich mir nicht nur die Koordinate merke, sondern ich merke mir auch den Buchstaben, den der Key hat. Und dasselbe bei den Doors. Auch ein leeres Dictionary. Und dann sagen wir hier tatsächlich nicht add, sondern wir sagen Keys x, y. Ja, ich glaube, das geht sogar so. Ist gleich char. Und bei Doors sage ich Doors y ist gleich, und jetzt sage ich char lower. Die Türen haben ja immer Großbuchstaben. Ne, also das hier wäre zum Beispiel eine Tür. Und irgendwann vergleiche ich, ob ich einen schon gesammelten Schlüssel habe. Also wenn ich hier zum Beispiel nach rechts gehe und hier auf diesen Schlüssel treffe, dann sage ich, oh, ich habe einen Schlüssel eingesammelt, und dann habe ich eine Variable, die heißt gesammelte Schlüssel oder Collected Keys oder Have Keys, nenne ich die, glaube ich, dann nachher. Also welche Schlüssel habe ich schon? Und diese Have Keys vergleiche ich dann später mit Türen, auf die ich treffe. Und damit ich dieses kleine a mit dieser Tür vergleichen kann, speichere ich eben den Buchstaben der Tür auch gleich als kleiner ab, also als Kleinbuchstaben ab. Liegt ja sowieso in der Liste der Türen, also kann ich es auch nicht verwechseln irgendwie, dass ich sage, oh, wenn es ein kleiner Buchstabe ist, muss es ja ein Key sein. Nein, in der Liste der Türen ist es dann drin, und da sind nur Türen drin, und es ist völlig egal, ob die dann in Kleinbuchstaben oder Großbuchstaben drin sind. Aber es erleichtert mir das Vergleichen, deswegen sage ich hier gleich lower. So, und wenn alles gut gegangen ist, dann können wir hier schon mal sagen, print walls, Komma, Doors, Komma, Keys. Und dann sieht man hier mal ein Problem, weil ich da einen Punkt eingegeben habe, kein Komma. Und dann sehen wir hier, ah, okay, das ist die Liste der Koordinaten der Wände, also ziemlich viele Wände. Dann kommt ich, das ist das Set, dies hier ist das Set. Und dann kommt hier das Dictionary, das besteht aus erst einmal den Türen auf Position 3,1. Mal gucken, ob das funktioniert hat. 3,1 heißt X-Koordinate 3, also es fängt hier an mit 0, 1, 2, 3, ja, X-Koordinate 3 und Y-Koordinate 1. Hier oben ist Y0, hier ist 1, das funktioniert. Und das ist die Tür, und dann sind wir auch gleich nochmal bei den Koordinaten der Schlüssel. Auf 7,1 ist Schlüssel A und auf 1,1 ist Schlüssel B. Das sieht gut aus. Supi, dann haben wir das schon mal hinbekommen. So, das Zweite, was wir machen, ist, und das ist jetzt eben die Strategie, um überhaupt auf eine Lösung zu kommen. Wir fangen irgendwo, ne, wir fangen nicht irgendwo im Labyrinth an, wir fangen an einer bestimmten Position im Labyrinth an. Und von dort aus schauen wir nach, wie viele Schlüssel kann ich von dort aus erreichen. Das sind die sogenannten erreichbaren Schlüssel. Und in diesem Fall würde ich dann sagen, okay, das ist dann übrigens so ein Breitensuchalgorithmus, ein BFS. Breadth First Search. Und der fängt eben hier an und geht eben erst nach rechts und dann nach links. Also er geht sogar in alle vier Richtungen. Aber da oben und unten eben Wände sind, funktioniert das hier in diesem Fall nicht. Er würde also nur nach links und nach rechts gehen. Und er merkt sich eben, dass er hier nach links einen Schritt gegangen ist und hier nach rechts einen Schritt gegangen ist. Und wenn er dort keine Keys findet, dann geht er einfach den nächsten Schritt und findet dann hier auf 2, auf Position 2, weil von hier aus losgehen nach da Position 2, einen Schlüssel.
und den speichert er ab als, das ist ein erreichbarer Schlüssel, und dann geht er auf der anderen Seite 2 weiter und findet da nichts. Und dann versucht er von hier aus noch ein nach rechts zu gehen, stellt dann fest, da ist eine Mauer, dann versucht er nach oben, da ist eine Mauer, nach unten, da ist auch eine Mauer, dann versucht er nach links zu gehen, dann sagt er, da war ich schon mal, deswegen geht er hier nicht weiter. Hier hat er nichts gefunden, dann geht er hier noch einen Schritt nach links weiter, dann trifft er auf eine Tür. Und hier sagt er dann, okay, eine Tür wirkt wie eine Mauer, könnte man fast sagen. Das heißt eben, hier würde er sagen, hier kann ich nicht weiter. Ich kann aber auch von hier aus nicht nach oben, nicht nach unten, und zurück kann ich auch nicht, weil ich da schon war. Lange Rede, kurzer Sinn. Das endet dann hier, die Suche, und er hat genau einen Buchstaben gefunden. Und den nimmt er auf in die Liste der erreichbaren Buchstaben. Und der zweite Schritt ist dann, diesen erreichbaren Buchstaben, da gehe ich erst einmal hin, in Anführungsstrichen. Das heißt, wenn man hier dieses Add als Position sich anschaut, dann würde ich jetzt hier hingehen zu diesem ersten Buchstaben, und ich würde mir merken, dass ich jetzt 2 Schritte gemacht habe. Und dann sage ich, von hier aus gesehen, schaue ich wieder nach, was sind erreichbare Schlüssel? Und jetzt versucht er wieder nach rechts zu gehen, geht nicht, nach oben, nach unten geht auch nicht, er kann nur nach links gehen. Und dann sagt er 1, 2, 3, trifft auf dieses A. Und lustigerweise sagt er jetzt aber, ja, A habe ich ja schon eingesammelt. Also ich habe ja in meinen Have Keys, also welche Schlüssel habe ich schon, da ist das A schon drin. Jetzt kommt genau dieser Vergleich, und ich sage einfach, wenn der Buchstabe dieser Tür in den gesammelten Schlüsseln vorhanden ist, also das hier wird dann ein String werden. Meine Have Keys besteht dann aus A, B, C, D, und dann sagt er einfach, if diese Tür in Have Keys. Und das macht Python sehr schön. Da kann man nämlich einfach sagen, okay, wenn dieser kleine Buchstabe A in diesem String der Have Keys drin ist. Und da gibt es dann x Buchstaben, ist auch völlig egal, wie viele Buchstaben da drin sind. Der guckt einfach nur nach, ob da ein A drin ist. Und wenn da ein A drin ist, dann sieht er es eben nicht als Mauer an, sondern geht einfach weiter. Und dann findet er genau einen weiteren erreichbaren Schlüssel. Und von dort aus gesehen zählt er dann eben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann geht er dorthin, zu diesem hier, und addiert die 6 zu der schon gespeicherten 2 und ist dann bei 8. Und dann sagt er, okay, und von hier aus gucke ich wieder nach, ob es erreichbare Schlüssel gibt. Und jetzt ist das Wichtige dabei, wenn er von hier aus schaut, oh Wunder, trifft er irgendwann hier auf dieses A. Und dieses A wird aber nicht als erreichbarer Schlüssel gewertet, weil dieser Schlüssel schon in meinen Have Keys drin ist. Also immer dann, wenn ich sammle einfach mit, das ist quasi wie bei Snake, das ist der Schwanz, den ich immer mitsammle. Also die Anzahl der gesammelten Schlüssel wird immer größer, und dieser String der Have Keys wird immer länger. Und ich werde niemals einen Schlüssel, den ich als reachable, also als erreichbar gekennzeichnet habe, in die Sammlung aufnehmen, wenn er da schon drin ist. Weil die einfache Argumentation ist, Moment mal, den Schlüssel habe ich doch schon eingesammelt, zu dem Schlüssel brauche ich nicht mehr hinzurennen. Und dann ist das Ergebnis der Suche von hier aus, nach komplett rechts zum Beispiel, es gibt keinen einzigen erreichbaren Schlüssel mehr. Und dann endet die Suche, und wir liefern die 8 zurück, und das ist eben die Logik des ganzen Programms. So, lange Rede, kurzer Sinn. So, wie mache ich das jetzt? Wie erreiche ich denn jetzt diese möglichen Schlüssel? Dazu sage ich, ich definiere mir mal eine Funktion, erreichbare Schlüssel. Und diese Funktion braucht eine Position. Von wo aus schaue ich denn? Und sie braucht die Liste der schon gesammelten Schlüssel. Gesammelte Und da das eben so eine Breadth First Search ist, sage ich, okay, ich baue mir erstmal so einen Stack
Und auf diesen Stack kommt wieder erst einmal die Position, die ich jetzt übergeben habe. Das ist die erste gespeicherte Zwischenposition. Und die lege ich erstmal auf den Stack rauf. Und da ich hier auch wieder Breadth First Search, heißt ja immer, ich muss von links dann wieder rausnehmen, Pop Left machen, ist DQ nicht schlecht, weil das eben sehr, sehr schnell geht, das Pop Left. Und dann sage ich eben From Collections Import DQ. Und sag hier DQ Song und übergebe dort die Position, die ich hier übergeben habe in der Funktion. Nummer 1. Dann sage ich, ich muss mir merken, welche Position ich schon besucht habe. Und da sage ich, visited ist gleich ein Dictionary und da steht die Position als Key drin und es steht auch gleich drin, wie viele Schritte habe ich gebraucht, um zu dieser Position zu kommen. Also da die Position, die ich da oben übergebe, das ist die Startposition, wo mein Add gerade rum flutscht und also die Entfernung von der Startposition zu dem Add ist genau 0, deswegen übergebe ich hier eine 0 und dann sage ich, okay, erreichbare, das mache ich mal so, damit das nicht durcheinander kommt mit dem Funktionsaufruf. Ist ein Dictionary, das im Moment leer ist, weil ich ja starte ja erstmal, ich habe noch keinen erreichbaren Schlüssel. So, dann sage ich, okay, solange der Stack überhaupt Werte hat, also nicht leer ist, gehe ich in so eine bestimmte Schleife rein. Und das erste, was ich mache, ist, immer dann, wenn ich in diese Schleife reingehe, hole ich mir den ältesten Wert, der auf dem Stack drauf liegt. Also der zuerst auf den Stack raufgesetzt wurde, den hole ich mir zuerst wieder zurück. Und das ist genau das, dass ich sage, okay, ich hole mir eine Position. Darf ich die eigentlich genauso nennen? Gute Frage. Ja, doch, ich glaube, ich kann die genauso nennen. Post gleich Stack Pop Left. Das ist eben diese DQ-Funktionalität. Und jetzt sage ich, okay, von dieser Position aus schaue ich mir alle Nachbarn an. Also vor Nachbar in Nachbarn von dieser Position aus gesehen. So, und Nachbarn haben wir noch nicht als Funktion. Das ist aber relativ einfach, sich so eine Nachbarfunktion zu suchen. Zu suchen. Eine Nachbarfunktion zu schreiben, die die Nachbarn sucht. Und die heißt dann Nachbarn. Die braucht eine Position, von der sie auch suchen soll. Und dann sage ich einfach, Richtungen ist eine Liste und das sind wieder diese Deltas, die ich da angebe. 0,1, also y-Wert plus 1, 0, minus 1, also y-Wert minus 1, x-Wert plus 1 und x-Wert minus 1. Und damit habe ich die vier Richtungen. Links, rechts, also in dem Fall ist es runter, hoch, rechts, links. Aber ist auch völlig egal, wie die Reihenfolge ist. Wichtig ist bloß, dass wir die vier Richtungen drin haben in dieser Liste. Und dann sage ich, okay, dann schau doch bitte mal nach vor R in Richtungen. Dann kriegt er eben diese 0, 1 oder sowas zurück. Und dann sage ich, der Nachbar, den ich mir anschaue, ist dann gleich die Position 0, nämlich der erste Wert plus R, der erste Wert, Komma, Position der zweite Wert aus POS, das ist dann der Y-Wert plus der zweite Wert ist auch nicht schlecht, der zweite Wert ist die 1, plus R1. Und damit habe ich eine neue Position. Und jetzt sage ich ja, aber wenn dieser Nachbar
einfach nicht in, Quatsch, wenn dieser Nachbar dieselbe Position hat wie eine Mauer, dann kannst du das gleich vergessen. Also sage ich if Nachbar in Walls. Das hier und meine Liste aller Mauern. Wenn das der Fall ist, dann Continue. Dann übergibt das nicht. Und ansonsten gib diesen Wert zurück. Und normalerweise mache ich mir hier eine Liste und gebe eine Liste zurück. Jetzt mache ich aber hier mal was Schlaueres. Yield heißt eben, er gibt genau diesen Wert zurück. Und zwar jedes Mal, wenn er aufgerufen wird. Also wir gucken uns das gleich mal an. Hier wird er nämlich aufgerufen in so einer Schleife. Und er gibt nicht etwa vier Werte schon, er ermittelt hier quasi vier Werte und liefert hier eine Liste von vieren zurück, sondern jedes Mal, wenn vor Nachbar in aufgerufen wird, wird der nächste Nachbar zurückgeliefert. Das ist dann ein bisschen speichereffizienter. Ich will nicht sagen schneller, aber ein bisschen speichereffizienter, weil er immer nur den nächstmöglichen Wert ermittelt und nicht gleich komplette Listen zurückgibt. So. Dann sagen wir, okay. Wenn dieser Nachbar in der Liste der schon besuchten Felder ist, in Visited, weil wir eben über Labyrinthe reden, und dann kann es durchaus sein, dass wir in so eine Schleife reinrennen. Also da gibt es einen Weg, der nach oben, nach rechts, nach unten und nach links führt, und zack, auf einmal sind wir auf derselben Position, auf der wir schon mal waren. Dann sagen wir, Moment mal, wir sind jetzt hier in so eine Schleife reingelaufen. Und das ist nicht gut, wenn wir in eine Endlosschleife laufen, weil dann kommen wir aus dieser erreichbaren Schlüsselfunktion nie wieder raus. Deswegen sagen wir, wenn das schon in einer besuchten Position drin ist, dann continue. Dann mach nichts, sondern such dir den nächsten Nachbarn, weil der macht keinen Sinn. Da waren wir schon, wäre dann die Aussage. Dann sagen wir, okay, wenn wir da aber noch nicht waren, dann sind wir hier. Und dann sagen wir, okay, wir merken uns jetzt mal diese Position als neue besuchte Position. Visited Nachbar ist gleich. Visited die Position plus 1. Was macht das? Das sagt eben, okay, wir haben uns, wir kommen ja auch von irgendeiner Position her. Also hier zum Beispiel starten wir mit der Startposition von diesem Add-Zeichen. Und dann haben wir auf in die Liste Visited diese Position gespeichert. Da steht jetzt quasi die Koordinate des Add-Zeichens und wir haben gesagt, um dahin zu kommen, brauchten wir genau 0 Schritte. Haha, weil er eben auf dem Start steht. Und hier holen wir uns genau diese Position raus. Und setzen sie auf plus 1. Was, glaube ich, okay ist, weil es diese Position ist. Ist es das? Muss ich echt überlegen, ob ich da nicht irgendwie mir ein Problem einhandle, dass ich dieses Post schon überschrieben habe. Nee, ich glaube, das war okay. Ich glaube, das ist okay, dass wir das so machen. Denn dann sagt er, okay, ihr habt ja, in der Post steht diese Startposition drin und jetzt gehe ich zu einem Nachbarn und damit erhöhe ich die Anzahl der Schritte um 1. Da steht eine 0 drin, plus 1, dann wird hier bei dem Nachbarposition eine 1 gespeichert. Und wenn ich dann von diesem Nachbarn zu einem weiteren Nachbarn gehe, hole ich mir den Wert von diesem Nachbarn raus, da steht eine 1 drin, zu dem weiteren Nachbarn plus 1 und bin bei Schrittweite 2. Und damit zähle ich eben die Entfernung von der Startposition nach links, nach rechts, nach oben, nach unten synchron weiter. Das ist wie so eine Art Flood-Algorithmus, also wie das fließt von dort aus Wasser in alle Richtungen weiter. Und diese Zahlen, diese Entfernungen werden aber immer nur hochgezählt von der letzten Vorgängerversion, was dort gespeichert ist und nicht etwa einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Weil ich ja nach links, nach rechts, nach oben und nach unten gleichzeitig immer einen Schritt weiter gehe. Ne? Das ist die Idee. Ja, ja, ich hoffe, das ist überhaupt noch irgendwie verständlich, was ich da erzähle. Aber ich glaube, es macht Sinn. Irgendwie. So, und dann sagen wir, prima. Wir wissen jetzt, dass dieser Nachbar einen Schritt weiter entfernt ist. Und jetzt sagen wir, wenn dieser Nachbar in
also diese Position des Nachbars in der Liste der Türen vorhanden ist. Das heißt, ich stehe jetzt quasi auf einer Tür. Und der Buchstabe dieser Tür, von den Buchstaben dieser Tür kriege ich raus, indem ich Doors einfach Nachbar abfrage. Das war ja genau dieses Dictionary, was die Koordinate als Key hat. Und die Koordinate übergebe ich gerade. Den kriege ich jetzt einen Buchstaben zurück. Dann sagt er mir, also wir stehen gerade auf einer Tür und diese Tür heißt A als Beispiel. Und dieses A kriege ich jetzt gerade zurück, übrigens ein kleines A. Und wenn dieser Buchstabe in den gesammelten Schlüsseln ist, dann können wir durch die Tür durchgehen. Wenn sie aber nicht in den gesammelten Schlüsseln ist, dann können wir hier sagen, Continue. Dann können wir sagen, okay, da kommen wir nicht weiter. Diese Tür ist für uns im Moment noch verschlossen, weil wir halt, als wir angefangen haben mit der Suche, diesen Schlüssel noch nicht hatten. Und dann endet dort die Suche. Und das nächste Thema ist, wenn jetzt aber diese Nachbarposition in Keys ist, das heißt, wir stehen jetzt auf einem anderen Schlüssel und dieser Key, auch hier wieder der Buchstabe, nicht in gesammelte Schlüssel drin ist, dann haben wir, oh Wunder, einen erreichbaren Schlüssel gefunden. Und das war aber diese wichtige Geschichte, dass man schon nochmal nachschaut. Wir haben zwar jetzt einen Schlüssel gefunden, prima, toll, aber haben wir den vielleicht schon gesammelt? Und wenn wir den schon gesammelt haben, dann gehe ich da nicht nochmal hin. Deswegen ist quasi dieser Key nicht mehr erreichbar, weil da war ich schon, ne? Aber wenn wir den noch nicht gesammelt haben, dann haben wir einen neuen Schlüssel gefunden. Und diesen neuen Schlüssel nehmen wir auf in die erreichbaren Schlüssel. Und die haben wir so genannt. Und zwar mit der Position. Ja, und da wollen wir sogar tatsächlich den Buchstaben selbst haben, also nicht nur die Position, sondern wir sagen Keys. Und was speichern wir dort ab, wenn wir diesen Buchstaben haben? Nummer 1, wir sagen, wie viele Schritte hat es denn gebraucht, um bis dahin zu kommen? Das kriegen wir raus aus Visited. Dort haben wir uns ja unter der Position gemerkt, wie viele Schritte es benötigt hat, dorthin zu kommen. Und dann sage ich noch, was ist denn eigentlich die Position? Und dann habe ich alles. Ich habe dann den Namen des Schlüssels, ich habe, wie viele Schritte hat es gebraucht, um von der Startposition, von dieser Position dahin zu kommen. Und wir haben eben die Position als XY-Koordinate. Und wenn ich den nicht aufgenommen habe, dann sage ich, okay, setzt diese Position, auf der ich gerade bin, auf den Stack rauf. Und ganz zum Schluss gibst du die erreichbaren Schlüssel zurück. So, und wenn das alles gut geht, dann rufe ich diese Funktion mal auf und sage Print. Das, was sie zurückgibt, erreichbare Schlüssel. Und ich übergebe ihr die Startposition. Wir haben ja hier irgendwo gesagt, das hier ist die Position, wo dieses Ding da ist, dieses Add. Also übergeben wir ihr die Startposition.
Und wir übergeben ihr, wie viel Schlüssel habe ich bisher gesammelt als Dring, und ich habe bisher gar nichts gesammelt, und dann sagen wir Print. Und dann liefert er mir zurück. Von der Startposition aus ist der Schlüssel A erreichbar. Von der Startposition aus ist er 2 Schritte weit entfernt, und er liegt übrigens auf der Position 7.1. Also auf gut Deutsch, wir sind hier. Wir haben nur das A gefunden, also den Schlüssel A, ja, und der ist von der Startposition 2 entfernt, ja, das stimmt. Und er liegt auf 7.1, ja, das stimmt auch, das haben wir vorhin schon gesehen. Damit liefert die schon mal ganz gut etwas zurück. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin auf der Startposition, oder nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Wir sagen jetzt mal, wir wären hier auf 7.1, und wir haben als gesammelten Schlüssel schon das A. Mal sehen, was uns dann diese Funktion dann zurückliefert. Also sagen wir hier 7,1, und wir haben schon ein A. Was liefert die dann zurück? Dann liefert sie uns zurück ein B, und zwar von der Position 6 Schritte weit entfernt, und zwar auf der Position 1,1. Also wir sind jetzt quasi hier, und von dort aus sind es 6 Schritte in Richtung B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das ist der Fall. Und er hat sich auch nicht darum gekümmert, dass hier eine Tür dazwischen ist, weil jetzt er ja das A hat. Und jetzt sagen wir nochmal, okay, und das ist nämlich fast der wichtigste. Was hat er gesagt? Auf 1,1. Also sagen wir, jetzt sind wir auf 1,1. 1,1. Und jetzt haben wir A und B schon gesammelt. Was lieferst du uns denn jetzt zurück? Nichts. Er liefert uns jetzt nichts mehr zurück, weil er sagt, okay, ich stehe jetzt hier, und ich habe zwar ein A gefunden, aber das A habe ich schon als gesammelten Schlüssel. Das sammle ich nicht nochmal ein. Da war ich ja schon. Das ist genau die Logik, die wir eben gerade besprochen haben. Und das sieht hier gut aus mit der Funktion. Dann haben wir schon mal das erreicht. Jetzt kommt Nummer 2. Jetzt müssen wir die minimale Route ermitteln von einer Startposition, um alle Schlüssel einzusammeln. Und die heißt dann, ich nenne die mal def kürzester Weg. Und die bekommt eine Startposition, und die bekommt die gesammelten Schlüssel als Übergabe. Und dann sagen wir, welche Schlüssel sind erreichbar? Ja, erreichbare Schlüssel. Ups, aber so. Ist gleich. Und jetzt rufen wir eben von dieser Startposition aus unsere Funktion erreichbare Schlüssel auf. Und übergeben ihr die Startposition und die gesammelten Schlüssel. Und wenn uns diese Funktion nicht zurückliefert, und quasi der Wert, der zurückgeliefert wird, leer ist, das war ja das, dann sind wir am Ende. Das heißt, wir sind komplett durch das Labyrinth. Wir haben alles gesammelt, was zu sammeln ist, weil wir jetzt nichts mehr gefunden haben, was noch einzusammeln ist. Und dann können wir sagen, okay, dann geben wir als Schrittweite eine 0 zurück. Also unsere, ich sage jetzt mal, Ergebnis ist 0. Das ist der Schritt, der von dort aus noch zu tun ist. Das heißt, wir sind am Ende angekommen. Hier gibt es keine Schritte mehr, die ich gehen muss. Also das ist eigentlich die Logik. Wir liefern quasi auf jeder Ebene dann zurück, wie viele Schritte musste ich denn gehen, um dorthin zu gelangen. Aber hier geht man nicht mehr weiter. Hier liefert man eine 0 zurück. Und wenn wir noch nicht am Ende sind, dann kommt dieses rekursive Element. Dann sagen wir, okay, ich speichere mir mal bisher alle
Ergebnisse, die ich bisher gesammelt habe, auf dieser Stufe in so einer Liste. Die ist aber auf der Stufe, wenn ich das erste Mal auf der Stufe bin, ist die leer. Und sage dann, ich gehe jetzt diese erreichbaren Schlüssel durch und da sage ich, das ist CH steht für, das ist der Buchstabe. Ich kann auch Char sagen. Vorhin habe ich auch Char gesagt, als ich das irgendwie gemacht habe. Und dann sage ich, was kriege ich dann noch zurück? Ich kriege nochmal die Distanz und die Position zurück in erreichbare Schlüssel. Das ist ja die Liste, die ich, oder das Dictionary, was ich zurückbekommen habe. Und jetzt gehe ich jeden erreichbaren Schlüssel durch. Und es spielt übrigens auch gar keine Rolle, in welcher Reihenfolge ich die erreichbaren Schlüssel durchgehe. Und zwar Punkt Items ist halt ein Dictionary und ich möchte den Key, das ist dann der Buchstabe des erreichbaren Schlüssels und die Values sind die Distanz und die Position. Die brauche ich dann in diesen Werten. Und was ich dann bekomme, ist, oder was ich dann mache, ist, wenn ich diesen Schlüssel habe, dann rufe ich den kürzesten Weg wieder rekursiv auf. Ich sage also, kürzester Weg. Womit rufe ich ihn auf? Ich rufe ihn auf mit einer neuen Position. Und zwar mit dieser Position, die ich hier zurückbekommen habe, quasi von dem nächsten erreichbaren Schlüssel. Und sage hier, das ist deine neue Position, von der aus du losgehst. Und ich sage gesammelte Schlüssel. Plus Char. Der gesammelte Schlüssel ist ein String, der ist am Anfang leer. Wenn ich aber eben sage, ich gehe die erreichbaren Schlüssel durch, dann ist klar, wenn ich dann von dem ersten erreichbaren Schlüssel aus wieder die Funktion aufrufe, dann bin ich ja auf der Position dieses erreichbaren Schlüssels und damit erhöht sich die Anzahl meiner gesammelten Schlüssel um genau diesen einen Schlüssel. Und deswegen füge ich diesen Schlüssel, das ist nämlich dieses Char von dem ersten erreichbaren Schlüssel, den gesammelten Schlüsseln zu. Und das mache ich eben jedes Mal, wenn ich eben den nächsten Schlüssel erreiche, ne? Und somit erhöht sich die Anzahl der erreichten Schlüssel dort. Ja, und dann sage ich, dieses Ding, dieser kürzeste Weg, liefert mir übrigens einen Rückgabewert. Und zwar ist das die Distanz bis dorthin. Und dann sage ich, okay, und das, was er mir zurückliefert, das addiere ich zu der Distanz, die ich schon habe. Ich weiß ja, dass von dieser Startposition bis zu diesem erreichbaren Schlüssel, das die Distanz ist. Und dann sage ich, okay, wir kriegen also quasi Dist plus das, was der kürzeste Weg zurückliefert. Das ist mein Gesamtweg. Und das gebe ich den Ergebnissen, das gebe ich in die Liste der Ergebnisse zurück. Und zwar einfach nur, was ist die Summe aus der Distanz, die ich hier bekomme, plus dem, was mir diese Funktion zurückliefert. Und das Irre ist halt, dadurch, dass das hier rekursiv funktioniert, muss man sich das so vorstellen, dass man dann sagt, okay, vom Start aus gehe ich zum ersten erreichbaren Schlüssel und speichere mir unter Ergebnisse ab, die Distanz vom Start zum ersten erreichbaren Schlüssel, meinetwegen hier 2 war es, glaube ich, wo ich dazu A gerannt bin, dann steht die 2 hier und das, was dieses Ding hier zurückliefert, ist rekursiv gesehen der Weg vom ersten Schlüssel zum zweiten Schlüssel, also von meinem A zu meinem B. Und der liefert mir dann, lustigerweise, sagt der dann, okay, wir nehmen jetzt mal die Distanz, das ist die 6, weil ich dann von dem A zum B ist 6, 6 plus den kürzesten Weg und dann ruft er den wieder auf und dann steht er auf dem Schlüssel B
Und da kriegt er auf einmal bei erreichbarem Schlüssel nichts mehr zurück. Und dann liefert diese Funktion auf einmal Ergebnis 0 zurück. Und dann sage ich, okay, zu der 6 wird eine 0 dazu addiert. Dann bleibt der Rückgabewert 6. Und wir springen zurück zu der ersten aufrufenden Funktion. Da war der Rückgabewert oder war die Distanz 2 und er liefert hier eine 6 zurück. Er merkt sich die 8 und so weiter. Und das ist dann unsere Antwort. Und dann sagen wir, unsere Antwort, wenn wir hier komplett einmal durch sind mit allen Rückmeldungen, dann gucken wir in diese Liste der Ergebnisse rein und sagen, die wirkliche Antwort oder das wirkliche Ergebnis ist gleich das Minimum aus der Liste der Ergebnisse. Und genau dieses Ding geben wir zurück. Und man wird es kaum glauben, das ist alles. Und wir sagen jetzt mal, okay, probieren wir das mal aus, ob das auch wirklich funktioniert und sagen hier. Print, kürzester Weg und zwar aufgerufen mit der Startposition und mit der Anzahl der gesammelten Schlüssel, nämlich Keim. Und dann liefert er uns eine 8 zurück. Und das ist auch das Ergebnis, das hier rauskommen sollte. Hier soll 8 Steps rauskommen. Nehmen wir uns das nächste kompliziertere Beispiel. Und sagen, okay, mach das mal. Kommt 86 raus. Was sollte das Ergebnis sein? 86 Steps. Nächstes Beispiel. Dies hier. Da sollte jetzt 132 rauskommen, ne? Und rasend schnell, ne? Also, wo ist das Problem, wäre jetzt die Frage. Und jetzt nehmen wir uns mal dieses Ding hier. Da soll 136 Steps rauskommen. Das ist ja nicht sehr viel länger. Und es kommt nichts raus. Und nichts. Und immer noch nichts. Und gar nichts. Und das war das Problem, von dem ich vorhin mal gesprochen habe. Und das ist noch ein kleines Beispiel, ne? Warum kommt jetzt kein Ergebnis raus? Und die Antwort heißt, er muss jetzt unglaublich viel Varianten durchgehen. Und jedes Mal, wenn er irgendeine Variante durchgeht, wühlt er sich ja immer bei diesen erreichbaren Schlüsseln durch das ganze Labyrinth durch und sucht alle Wege durch. Also muss ich das so vorstellen, er fängt jetzt meinetwegen hier an und rennt zu A. Um überhaupt zu A zu rennen, sucht er diesen Weg hier. Ne? Also bei den erreichbaren Schlüsseln muss er jetzt erst einmal von hier aus diese ganzen Wege hier abgrasen. Und dann rennt er zu A und dann ist er bei A und dann rennt er von A aus jede erreichbare Möglichkeit durch. Und wenn er dann irgendwann feststellt, das war aber nicht der kürzeste Weg, dann geht er von hier aus zu G und dann fängt er wieder an, alle möglichen Schlüssel zu identifizieren und von G aus überall rumzurennen. Und das fand ich extrem ineffizient. Deswegen habe ich dann am Anfang gesagt, ja, bevor ich hier jedes Mal durch das ganze Labyrinth renne, um von einem Schlüssel zu einem anderen Schlüssel zu rennen, fange ich doch erstmal an, alle schon überhaupt denkbaren Schlüsselkombinationen, also von Schlüssel A zu Schlüssel B, von Schlüssel A zu Schlüssel C, erst einmal zu ermitteln und in eine Riesentabelle zu schreiben. Dann kann ich einfach in der Tabelle nachgucken, wie weit ist denn der Weg von A zu B, von A zu C und so weiter und so fort. Ich kann dann sogar mitplotten, auch in der Tabelle, wie viele Türen liegen denn zwischen diesen beiden Schlüsseln. Und dann kann ich immer nachgucken, habe ich denn diese Schlüssel schon und so weiter und so fort. Das war so mein Ansatz, um das zu beschleunigen. Und der rechnet übrigens immer noch, ne? Das
ging auch, das ist dann deutlich schneller als das, was wir jetzt hier gerade sehen. Aber es war immer noch nicht schnell genug. Und jetzt kommt der eigentliche Kniff an der ganzen Geschichte. Ich unterbreche das hier mal, weil das ist jetzt seit einer Minute oder 2 Minuten hat er keine Lösung gefunden. Der eigentliche Witz bei der ganzen Geschichte besteht darin, sich hier einen Cache anzulegen und zu sagen, okay, wenn du einen Weg schon mal irgendwann gegangen bist, dann musst du den Weg nicht nochmal gehen, sondern guck doch einfach nach. Wir speichern einfach jeden gegangenen Weg in einem riesen Cache ab und dann guckst du einfach nach, was dort an Lösung mal schon entwickelt wurde. Und dann holst du einfach die Lösung raus. Also renn nicht andauernd durch das Labyrinth und mach diese aufwendige Geschichte, sondern hier bei kürzester Weg sagen wir, wir definieren uns einen Cache. Und dieser Cache, der braucht einen bestimmten Schlüssel. Der besteht immer aus der Position, dieser Position und die bisher gesammelten Schlüssel. Die gesammelten Schlüssel ist ein String. Und dieser String, da ist es wichtig, der kann jetzt also die gesammelten Schlüssel können in jeder beliebigen Reihenfolge irgendwie auftauchen. Wenn wir nachher in dem Cache nachschauen, muss das immer in der gleichen Reihenfolge die gesammelten Schlüssel auftauchen. Ansonsten haben wir x unterschiedlichste Positionen, die in Wirklichkeit immer die gleichen sind, egal in welcher Reihenfolge die Schlüssel gesammelt wurden, brauchen wir das nur einmal abzuspeichern im Cache. Deswegen sage ich jetzt mal, ich sage jetzt mal, was haben wir denn da? Das ist dann so eine Art Cache-String oder sowas. Ich sage mal Cache-String ist gleich. Und wir sortieren einfach die Buchstaben. Von den gesammelten Schlüsseln, das ist unser Cache-String. Und dann sagen wir if, und jetzt kommt eben der Wert Start und dieser Cache-String. Ist der schon im Cache vorhanden? Wenn das der Fall ist, dann liefer den Wert, der im Cache gespeichert wurde, als Return-Wert. Wir geben ja immer hier so ein Ergebnis zurück. Und sagen dann, wir liefern dieses Ergebnis zurück. Und zwar zu diesem Wert. Start, Komma, Cache String. Und was speichern wir in dem Cache ab? Immer dann, wenn wir hier unten sind. Also wenn wir hier den mühevollen Rechenweg gegangen sind, dann sagen wir, wir merken uns jetzt mal, was eigentlich rausgekommen ist. Und das wird in dem Cache abgespeichert. Und wenn wir irgendwann in dieser ganzen mühsamen Durchackerei von diesen ganzen Werten, wenn wir dann irgendwann einmal auf diese Startposition und auf genau die gleichen bis zu diesem Zeitpunkt gesammelten Schlüssel treffen, dann können wir sofort dieses Ergebnis zurückliefern, weil wir dann genau an derselben Position sind, in der Suchtiefe, an der richtigen Position im Labyrinth und so weiter und so fort. Und wir können uns den ganzen Rest hier mit ermittelbar der erreichbaren Schlüssel und das Durchsuchen des Labyrinthes und diesen ganzen Kram. Und ich muss dann auch nicht mehr rekursiv aufrufen, sondern ich springe direkt, als wenn ich schon das Ergebnis geliefert habe. Und ich springe auch nicht diese ganzen Wege nach unten zurück, sondern ich liefere das bis dahin beste erreichte Ergebnis zurück. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal mit diesen beiden kleinen Änderungen. Und da ist das Ergebnis. Also ungefähr 2 Sekunden. Und vorhin habe ich 2 Minuten oder 3 Minuten laufen. Ich glaube, ich hätte auch eine 2 Stunden laufen lassen können und es wäre kein Ergebnis rausgekommen. Das ist das, was mich lange, lange aufgehalten hat. Dieses Caching, dass man tatsächlich sagt, nö, ich speichere mir einfach die ganzen bisher ermittelten Ergebnisse und zwar für diese jeweilige Position plus die bis zu dem Zeitpunkt gesammelten Keys. Und wenn ich dieses Ergebnis irgendwann mal ermittelt habe, dann liegt es im Cache vor und dann hole ich mir das Ding einfach raus und springe aus der Funktion zurück. Und wenn ich das noch nicht drin habe, dann mache ich eben diesen aufwendigen Rechenweg. Aber ich speichere mir das Zeug dann dort ab und damit kürze ich ab. Das war
der eigentliche Kasusknacktus. Und jetzt machen wir es mal mit unserem tatsächlichen Rätsel. Und mal gucken, wie das dann aussieht. Ich glaube, ich brauche so 8 oder 9 Sekunden für das Ding. Mein anderes Programm, das habe ich die ganze Nacht laufen lassen. Also das ist irgendwie so abends um 10 war ich einigermaßen fertig mit meinem Programm. Es hat alle Ergebnisse richtig geliefert. Dann habe ich das Ding gestartet. Und am nächsten Tag hat es noch kein Ergebnis geliefert. Und dann habe ich gesagt, okay, das kann so nicht funktionieren. Jetzt hier 4420 ist die Antwort. Und mal gucken, wo es haben. Genau. Das ist die richtige Antwort für Teil 1. Und Teil 2 ist jetzt richtig fies. Da sagt man, dieses Ding hier, dieses Labyrinth, hat in Wirklichkeit vier Roboter. Also hier haben wir ja eine Startposition. Und jetzt hat man auf einmal vier Startpositionen. Und das ganze Labyrinth verändert sich im Aufbau. Diese Mittelposition, wo es dann in alle vier Richtungen gehen kann, ändert sich so, dass die Mittelposition verbaut wird durch dieses Kreuz von Mauern und diese vier Adds dann quasi hier reingesetzt werden. Und jetzt dieselbe Frage, okay, sammel alle Schlüssel ein, wobei du jeden Roboter einzeln bewegen kannst. Aber du musst eben sehen, dass es hier Abhängigkeiten gibt. Also zum Beispiel macht es keinen Sinn, mit diesem Roboter anzufangen, weil der sofort auf eine verschlossene Tür trifft. Und du kannst auch nicht hiermit anfangen, weil der auch auf eine verschlossene Tür. Du musst eigentlich mit diesem hier anfangen. Und der sammelt erst einmal den Schlüssel für die Tür A. Dann macht es aber keinen Sinn, hiermit weiterzumachen, sondern du musst dann hier weitermachen. Der sammelt dann Schlüssel für B. Dann musst du hiermit weitermachen, der den C. Und dann kann schließlich der den D einsammeln. Dann hast du alle Schlüssel eingesammelt. Und das hört sich richtig fies an, ist aber eigentlich nur eine kleine Änderung hier im Code. Und dazu lege ich mir mal das Ganze an als Tag 18 A für Teil 2. Und wir holen uns mal die Textaufgabe Tag 18.2. Das ist quasi mein Labyrinth. Und da sieht man eben, vorher war hier das Add. Und jetzt sind hier diese komischen Adds auf diese Position verteilt. Und man sieht auch, dass dadurch eigentlich so eine Art Vierteilung stattfindet. Und jeder Roboter hat irgendwie sein eigenes Labyrinth, was aber auch nicht unbedingt stimmen muss, weil manchmal gibt es eben Wege in das andere Labyrinth des anderen Roboters. Und das macht die Sache vielleicht nochmal um eine Komplexitätsstufe härter. Aber schauen wir mal, wie wir dahin kommen, um jetzt hier auch eine Lösung zu finden. Ja, und was wir modifizieren müssen, ist erst einmal das Einlesen hier oben. Denn jetzt haben wir nicht nur eine Startposition, sondern wir haben mehrere Startpositionen. Und die hinterlegen wir mal in einer Liste. Also in dem Fall ja vier, ne? Und nenne ich jetzt mal Starts. Das ist eine Liste. Und dann sagen wir hier, immer dann, wenn er auf dieses Ding trifft, dann fügt er dieses XY-Zeugs der Liste hinzu. Das ist dann Nummer 1. Damit haben wir schon mal diese vier Startpositionen einfach mit aufgenommen. Dann ist wichtig, wenn wir dann diesen kürzesten Weg aufrufen, dürfen wir nicht mit Start-Pos aufrufen, sondern jetzt sagen wir, wir übergeben die Liste. Und da gibt es auch wieder eine Schweinerei bei der ganzen Geschichte. Das muss ein Tupel sein. Und wir wandeln quasi die Liste in ein Tupel um. Warum muss das jetzt unbedingt ein Tupel sein? Weil wir dieses Ding hier, was wir übergeben, also dieses Startdings hier, dieses Startdings wird in den Cache aufgenommen. Wir sehen ja, dass dieses Startteil Teil des Keys ist für den Cache. Wenn das eine Liste ist, dann sagt mir Python,
Ja, eine Liste kannst du nicht als Key aufnehmen, weil eine Liste ja veränderbar ist. Während ein Tupel nicht veränderbar ist. Also das ist dann immutable, wie es immer so schön heißt. Und für Keys in Dictionaries sind nur immutable Elemente erlaubt. Und zum Beispiel ein Tupel ist immutable und lustigerweise ein String ist auch immutable. Jedes Mal, wenn ihr einen String verändert, wird in Wirklichkeit eine Copy angelegt und ein neuer String erzeugt. Aber der Ursprungsstring wird nie geändert. Deswegen darf man eben auch Strings benutzen. Oder aber eben hier Tuples. Man könnte sogar Sets benutzen. Sets sind eigentlich auch änderbar, aber es gibt eine besondere Form von Sets. Das ist dann das Frozen Set. Das ist dann auch wieder erlaubt, ein Frozen Set in einen Key aufzunehmen. Nur damit ihr vielleicht mal, wenn ihr selber solche Themen löst, wäre übrigens auch ein Ansatz gewesen, das alles mit Sets und Frozen Sets zu machen. Aber ich habe dann schließlich gesagt, nee, ich mache es jetzt mal simpel und mache es mit Strings und hier mit Tuples und wandle dann einfach die Liste in ein Tupel um. So, dann haben wir unsere Starts. Wenn wir dann die erreichbaren Schlüssel identifizieren, dann muss ich eine Position übergeben. Ich kann aber immer nur eine Position übergeben, nicht eine Liste von Positionen. Also baue ich mir eine kleine Funktion. Die nenne ich jetzt mal ja, wie nenne ich die eigentlich? Ja, irgendwie, also die Idee ist es jetzt eben, die jeweils nächste Startposition zu finden aus der Liste der oder aus den Tupels. Starts, das ist die Idee. Wähle Start aus 4. Okay, man kann über Namen diskutieren, aber ich glaube, es ist klar, dass wir hier sagen, okay, ich kriege hier eine Liste von 4 Startpositionen übergeben. Das sind die Starts. Und ich übergebe wieder die gesammelten Schlüssel. Prima. Und dann sage ich, okay, die gesammelten Schlüssel nicht die gesammelten Schlüssel, sondern die erreichbaren. Wieder ein Dictionary. Und was ich jetzt mache, ist for i, das ist dann so ein Index, Start in enumerate Starts. Das heißt, ich hole mir jetzt nacheinander diese Startposition raus, aber jetzt habe ich eben unter Start nur eine Position und sage dann, hier baue ich mir weil ich frage mich gerade, kann ich nicht einfach die erreichbaren Schlüssel aus der anderen Geschichte direkt übernehmen? Warum muss ich die eigentlich immer mit aufbauen? Ja, ich muss wissen, welche Position das ist. Also welcher von welchem Roboter das die Geschichte ist. Das heißt, ich muss dieses i mitgeben. Okay, also ich baue mir jetzt quasi diese erreichbaren Schlüssel, die sind ein bisschen anders aufgebaut als die hier oben. Die hier enthalten immer nur den Buchstaben des erreichbaren Schlüssels und dann eben die Distanz von der Startposition bis zu diesem erreichbaren Schlüssel und die Position. Was ich jetzt mache, ist, ich erweitere dieses Ding um dieses i
und sage, okay, gib mir erst einmal die erreichbaren Schlüssel zurück. Da kriege ich jetzt wieder unser Char und die Distanz und die Position in erreichbare Schlüssel. Ne? Und erreichbare Schlüssel, das ist unsere alte Position da oben, die benutzt das Start. Wichtig, das ist ja jetzt die Startposition. Und unsere gesammelten Schlüssel. Und das Ganze mit Items, weil ich ja den Key und die Values haben will. Und dann sage ich, hier baue ich mir meine erreichbaren Schlüssel neu auf und sage, und zwar als Key ist es das Char. Und die bekommt dann gleich Distance, Position und das I. Und dann wissen wir, ah, dieses I sagt mir jetzt also, welcher Roboter ist es denn? Ist es der 0, der 1, der 2, der 3? Das ist so die Idee dabei. Und dann liefern wir hier die erreichbaren Schlüssel zurück aus dieser Geschichte. Und dann sagen wir, bei kürzestem Weg rufen wir nicht mehr erreichbare Schlüssel auf, sondern wir sagen, wir rufen wähle Start aus 4 aus. Ne? Wähle Start aus 4, übergeben ihm die Starts. Starts. Hier unten wird Starts übergeben. Eigentlich kann ich es auch bei Starts. Naja, es ist vielleicht ein bisschen klarer, wenn man dann sagt, okay, auch das Starts wird hier übergeben. Und deswegen, hier sieht man eben auch, hier werden die vier Startpositionen oder die vier Positionen der vier Roboter benutzt und eben in den Cache mit aufgenommen. Und hier sagen wir dann, dann gibt es eben auch einen Starts zurück. Aus der Geschichte, wähle Status aus Starts. Und dann, das bleibt hier relativ gleich. Und hier unten sagen wir, oh, hier muss man noch einen kleinen Zwischenschritt machen und sagen, naja, wo du jetzt hingehst, ich muss hier eine einzelne Position übergeben. Und das hängt davon ab, wie die ID die ist, die ich hier bekomme. Ich bekomme hier mehr, ich bekomme jetzt hier eine ID von dem Roboter, also Rob-ID. Das bekomme ich zurück. Und dann sage ich, nStarts ist gleich ein Tuple. Und zwar aus POS if i gleich Rob-ID, else p for i, p in enumerate. So, was macht das Ding? Je nachdem, was dieser i-Wert, Quatsch, was dieser Rob-ID-Wert hat. Also nehmen wir mal als Beispiel an, der Rob-ID-Wert hat den Wert 0. Dann schaut er eben nach und sagt, okay, diese Position nehme ich, wenn die Startposition, ich kriege ja vier Startpositionen übermittelt. Wenn die, wenn das, wenn die Nummer i,
gleich der Rob-ID ist. Also er sucht sich quasi aus der Startposition der Roboter heraus, welche richtige Position soll ich jetzt übergeben, um es mal auf den Punkt zu bringen. Denn die zurückgelieferten Werte, die haben ja für jeden Roboter unterschiedliche Werte. Das heißt, ich gehe hier in diese Geschichte rein. Wo haben wir es denn? Wähle aus 4. Wähle Start aus 4. Wir gehen ja hier rein und gehen alle 4 Startpositionen der Roboter durch. Und dann bekommen wir erreichbare Schlüssel zurück. Und zwar zu allen 4 Positionen. Das ist das Problem. Das heißt also, diese erreichbaren Schlüssel, die ich jetzt zurückbekomme, sind die erreichbaren Schlüssel von allen 4 Robotern. Okay, und wenn ich dann sage, okay, geh doch jetzt zu einem dieser erreichbaren Schlüssel, dann ist ja immer die Frage, von wo aus bin ich denn da hingegangen? Und von wo aus ich da hingegangen bin, ist abhängig davon, welchen Roboter wir jetzt gerade betrachten. Und deswegen hole ich mir dieses I, dieses Rob-ID-I, und sage, okay, du nimmst jetzt genau die Startposition aus diesen Starts, aus diesen hier, die dem Roboter entsprechen, von dem du jetzt gerade den erreichbaren Schlüssel gewählt hast. Ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig zu verstehen, aber am Beispiel kann man es, glaube ich, ganz gut festmachen. Wir rufen die Funktion Status aus 4 auf und jetzt geht er alle 4 Startpositionen durch. Also er sagt, ich mache erreichbare Schlüssel. Hier schaue ich schon mal eine A rein und ich merke mir auch, das ist die der erreichbare Schlüssel für den Roboter 0 mit der ID 0. Dann geht er hier hin und sieht, der hat gar keinen erreichbaren Schlüssel. Dann geht er hier hin und sagt, der hat auch keinen erreichbaren Schlüssel. Und dann geht er hier hin und sagt, der hat auch keinen erreichbaren Schlüssel. Das heißt, alles, was in erreichbarer Schlüssel drinsteht, ist der einzige Eintrag zur Rob-ID 0. Und dann sagt er, okay, und jetzt lauf doch mal den Weg. Beziehungsweise geh dorthin, geh dort zu dieser Position hin. Und die spannende Frage ist, ja, aber wie weit ist es denn? Von welcher Startposition aus soll ich denn zu diesem A hingehen? Denn es kann durchaus sein, dass auch dieser Roboter zu A hingehen kann. Aber hier ist eben die Frage, von welcher Startposition aus können wir zu A gehen? Und der einzige Eintrag, den wir haben, ist eine ID 0. Und dann sagt er, okay, dann hol dir aus der Liste der Startpositionen, da sind ja 4 Startpositionen drin, von allen 4 Robotern, hol dir die Startposition raus von diesem hier, von dem 0, weil dieser erreichbare Schlüssel von dem Roboter 0 erreicht wurde und deswegen brauche ich die Startposition von dem, um die Länge dann zu ermitteln und zu sagen, okay, das ist dann von dort nach dort. Zwei. Das ist eben der bisschen komplizierte Weg, um überhaupt dann zu sagen, okay, was ist die Startposition? Und dann sage ich hier nicht POS, sondern ich sage hier EndStarts. Und das Lustige ist, dass wir die gesammelten Schlüssel gar nicht pro Roboter machen, sondern die gesammelten Schlüssel sind tatsächlich insgesamt zu sehen. Denn das ist ja genau die Logik, wenn ich hier von diesem Roboter diese Schlüssel sammeln, dann führt es dazu, dass dieser Roboter diese Tür öffnen kann. Das heißt, ich muss quasi eine übergreifende Liste der gesammelten Schlüssel haben, damit ich eben auch eben überall woanders die Türen aufmachen kann. So, und das ist alles. Da dauert die Erklärung wahrscheinlich schon wieder länger als eben das tatsächliche Anpassen des Source Codes. Wir brauchen eigentlich nur diese Zwischenfunktion, die jetzt zu allen 4 Positionen die erreichbaren Schlüssel abspeichert. Und wir müssen uns immer merken, okay, zu welcher Roboter-ID gehört denn quasi dieser Schlüssel? Ich kann das vielleicht auch mal so machen, dass dann einfacher und auch nachvollziehbarer, dass dieses oder dieses I in Wirklichkeit die Rob-ID ist. Und die wird eben bei dem erreichbaren Schlüssel mit abgespeichert. Und dann sagen wir, okay, und später, wenn wir dann in der rekursiven Funktion dahin springen, dann holen wir uns als Startposition die von der Rob-ID aus den Starts raus. So, starten wir das Ganze mal. So, dann sagt er, Enumrate ist nicht definiert. Das stimmt, weil es eigentlich auch hier
ein Enumerate heißen sollte. Dann sagt er hier beim Cache, dass irgendwas nicht definiert ist, nämlich Start. Stimmt, wir haben es ja auf Starts geändert. Und das dauert jetzt ein bisschen länger. Ich glaube, beim letzten Mal, als ich das ausprobiert habe, so um die 30 Sekunden. Und dann sagt er mir 4420. Lustigerweise funktioniert dieses Programm eben auch mit der Aufgabenstellung aus Tag 18. Und wie ich mich kenne, habe ich vergessen, hier oben als Puzzle-Input Tag 18, ich glaube 2 heißt es dann, zu nehmen. Das ist ja das andere Puzzle-Input mit diesem Kreuz in der Mitte und dem 4. Aber man kann denselben Source-Code nehmen, auch für das 1er. Dann ist eben die Liste der Starts genau mit einem Eintrag und das ist ein einziger Eintrag drin. Die ID ist eben immer dieselbe. Und jetzt kommt hier 2128 raus. Mal gucken, ob die, wie die Lösung war. 2128. Und damit Tag 18 gelöst. Eins der härtesten Puzzle bis hierhin auf jeden Fall das härteste Puzzle. Man kann jetzt auch mal sich die Statistiken angucken, wie es jetzt wegbricht. Wir haben mal mit 84.000 Leuten angefangen. Und hier sieht man, dass wir von 5.800, also fast 6.000, auf mal locker auf die Hälfte runtergebrochen sind, die Tag 18 dann gelöst haben. Und dann geht es hier bei 19, scheint ein bisschen einfacher zu sein, wieder ein bisschen hoch. Aber es schwindet jetzt, ne? Wir sind jetzt bei 3.000 von 80.000. Was ist denn das? 10% wären 8.000, 5% wären 4.000. Ah, wir sind unter 5% der Leute, die noch dabei sind. Mal locker gerechnet. Ja, wie gesagt, also die nächste Lösung wird wahrscheinlich auch in mehreren Tagen erst auftauchen, weil ich diese Dinger einfach nicht mehr lösen kann, indem ich einfach mich davor setze, sondern brauche ich einfach Zeit und ausprobieren. Aber das macht ja jetzt auch das Interessante aus, dass man nicht einfach so hinsetzt, easy going und dann einfach so runterklatscht und fertig ist die Lösung, sondern jetzt heißt es eben richtig, richtig tief sich reingraben. Und das Erstaunliche ist, dass diese verdammte Geschichte mit dem Cache hier die Lösung gebracht hat. Also das Ding hier und dies hier, das bringt von den Rechenweg von deutlich über 8 Stunden auf, in meinem Beispiel ungefähr 8 Sekunden. Das hätte ich nicht gedacht. Und dazu muss man aber eben auch schauen, was lässt sich eigentlich cachen. Deswegen ist es extrem wichtig, dass man hier Immutables benutzt. Sprich hier Tuples und hier Strings. Und ich hatte vorher mit Sets gearbeitet und dann wird es schwierig. Oder Dictionaries und sonst irgendwas. Und das musste ich dann auch alles umstellen. Ja, erstaunlich kurz auch wieder mal. Gerade mal 60 Zeilen lang. Gibt es deutlich längere Wege, wie man sowas lösen kann. Und das soll es von mir gewesen sein. Ich wünsche euch noch schöne Feiertage und wir hören uns dann bei Tag 18 Advent of Code. Bis dann, ciao.